Huhu, Leute, ich bin Flasche, willkommen zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Wir sind im Horuberg im letzten Dungeon des Spiels, das heißt, wir sehen kurz vor dem Ende. Und weil ich nicht weiß, wie lange das Spiel jetzt noch dauert, ob es jetzt nur noch ein Part oder zwei Parts sind, muss ich euch jetzt einen kleinen Trick zeigen. Es gibt nämlich, ja, im Prinzip richtige Sheets in diesem Spiel gibt es nicht. Und vor allem sind die auch nirgendwo richtig beschrieben. Allerdings gab es dieses Jahr eine Charity-Veranstaltung namens Games Done Quick. Und da war einer der Entwickler von Ori and the Blind Forest. Und der hat einen kleinen Trick, so eine Art Cheatcode gezeigt, womit man die Farbe von Ori ändern kann. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Ich glaube, links, oben, rechts, unten, hoch, 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 A. Ah ja, da seht ihr es. Und dann seht ihr, jetzt sind wir jetzt orange. Und es gibt irgendwie hunderte Farben, die man da kriegen kann. Und, hoch. Ach man, jetzt krieg ich es nicht mehr hin, oder was? Links, hoch, rechts, unten, hoch, 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 A. Komisch, gerade ging es noch. Aber ihr seht, man kann damit theoretisch die Farbe ändern, wenn man den... wenn man den Sheet hinkriegt. Ah ja, jetzt habe ich es nochmal geschafft. Und ja, es gibt ganz viele verschiedene Farben. Jetzt sind wir hier so ein bisschen lila. Jetzt sind wir wieder weiß wie vorher. Und ich glaube, man muss es relativ schnell drücken. Ah ja, boah, jetzt sind wir... Haben wir jetzt uns jetzt geändert? Ja, jetzt sind wir noch weißer, ne? Jetzt sind wir gelb. Eigentlich ganz cool. Und es gibt sogar auch eine Farbe, wo Ori danach transparent ist. Also wo man sie kaum sieht. Aber es, finde ich, ist schon ein interessanter Sheet. Vor allem, weil dadurch das Gameplay nicht beeinflusst wird. Oh, so grün ist cool, oder? Dann machen wir einfach mal Episode so in diesem Grün. Das finde ich eigentlich ganz nice. Speichern wir mal. Und dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe es euch gezeigt. Ihr könnt vielleicht, wenn ihr das Spiel selber habt, mal ausprobieren. Wie gesagt, links, oben, rechts, unten. Also einmal sozusagen im Kreis. Und dann dreimal hoch und springen. So macht man das. Und dann wollen wir jetzt mal hier heute die Episode... Oh! Wow! Die Episode heute einfach so machen. In grün. Mein Gott, ey. Das geht ja schon mal wieder gut los. Aber wenigstens speichert das Spiel die Farbe. Das ist schon mal gut. So, auch warum ich jetzt die Dinger hier einsammle, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, weil die brauche ich ja nicht mehr. Nein, ich bin noch nach rechts gesprungen, boah, das kann ja hier ein Spaß werden in dem Dungeon. Ach scheiße, man kann so schlecht in der Luft, wenn man hier die Feder hat, kann man so schlecht die Richtung wechseln. Vielleicht muss ich die kurz ausmachen. Ja, so geht's. Ich muss die Feder kurz ausmachen, dann 9. Scheiße. Boah. Dann kriege ich es, glaube ich, hin. So. Ja. Und weiter. Und drüber. Ach du Scheiße. Also, ihr seht es hier, glaube ich, am Schwierigkeitsgrad. Achso, ich muss darüber. Ich dachte, da kann man... Oh, da stürzt er bestimmt auch ab. Oder? Nö, bisher nicht. Aber ihr seht es am Schwierigkeitsgrad, dass das Spiel hier jetzt Richtung Ende ist und richtig anzieht. Ori, diese Felsen scheinen instabil genug zu sein. Durch mein Licht können wir sie vielleicht nutzen, um die Lava aufzuhalten. Ja, dann X, um sein zu benutzen. Achso, jetzt muss ich nicht mal irgendwelche Skills machen, sondern sein. Muss einfach nur X drücken und sein macht es dann. Jetzt ist die Lava aufgehalten. Okay. Und jetzt sind die Lava-Barrieren weg, oder was? Im Hauptraum. Oh ja. Ah, und dann sehen wir die nächste Tür. Okay, also das ist jetzt sozusagen die Mechanik. Wir müssen jetzt hier sozusagen von oben nach unten diese... Ah, haha. Diese ganzen Lava-Barrieren wegmachen. Und das öffnet immer eine neue Tür. Und dann müssen wir tippisch einfach mal in die nächste Tür rein. Und da dann die nächste Lava-Barriere wegmachen und so weiter. Bis dann hier ganz unten keine Lava mehr ist und wir da unten hinkommen. Und wir haben gerade die letzte blaue Kugel eingesammelt. Ihr seht, jetzt haben wir hier 15 von 15, 12 von 12... Das heißt, wir haben, was das angeht, auf jeden Fall alles. Das ist doch eine Top-Sache. Nein. Achso, da kann man stehen. Lol. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ist doch gut. Das wäre das. Achso, stimmt. Jetzt ist ja hier gar keine Lava mehr. Ah, das macht Sinn. Oh, da kann man rein, oder? Sieht zumindest so aus. Wartet mal. Ja, hier kann man durch. Und hier ist das Kartenfragment. Ja, sehr schön.
Das heißt, das haben wir ja auch bereits schon gesehen. Also zumindest die Karte, wo wir das Kartenfragment reinstecken müssen. Jetzt nicht zermamschen lassen hier. Schnell vorbei, hier drauf. Ja, irgendwie grünes Ori gefällt mir gut. Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Farben. Also im Prinzip, man kann das unendlich oft machen und man kriegt nie eine Farbe doppelt, habe ich gehört. Weil es einfach so viele Farben gibt, die man theoretisch kriegen kann. So, gucken, hatten wir da jetzt alles? Ja, so. Ich will eigentlich mal zu dem Typen da hoch. Darum werde ich jetzt mal, wenn der hier runterkommt, mich einfach mal hochkatapultieren. So. Dann gucken wir mal, was hier ist. Das sind nur Stacheln. Aber wenn es auf der linken Seite eine Tür gab, gibt es hier auf der rechten Seite mit Sicherheit... Genau, gibt es hier auf der rechten Seite mit Sicherheit auch eine Tür. Das meinte ich nämlich. So, jetzt kommt das nächste Ding. Da sind Lay... Achso, oh. Oh, dieses Lava. Ich denke immer, das ist irgendwie im Hintergrund oder im Vordergrund. So. Okay. Okay, ganz habe ich es noch nicht gepeilt. Aber wir können hier mit diesem Schalter, können wir das so rüberfahren. So. Was bringt mir das jetzt? Überhaupt nichts. Und zurück komme ich auch nicht. Okay, wartet mal. Wenn ich jetzt den Schalter wieder betätige, fährt diese Plattform wieder nach rechts und die obere nach links. Oder das bringt mir überhaupt nichts. Es sei denn, ich springe von der Fahrt aus ab. Aber ob das klappt? Versuchen wir mal. So, jetzt schnell hier rüber und hochspringen. Wow, wow, wow! Oh, es hat geklappt. Boah. Hallo. Oh, das habe ich jetzt... Ich habe jetzt nicht ganz gepeilt, was ich hier überhaupt gemacht habe. Aber es hat irgendwie geklappt. Keine Ahnung wie. Aber jetzt können wir hier mit das nächste Lava-Teil ja, schließen. Dass jetzt die nächste Lava-Barriere weggeht. Boah, das kann ja was werden. Wenn jeder einzelne von diesen Räumen, in die wir jetzt müssen, wenn jeder einzelne davon so ein Rätsel ist, dann wird das ganz schön krass. Hier, gucken wir mal, ob hier noch was ist. Nein. Achso, jetzt sind hier auch die Laser aus. Jetzt können wir einfach so rüberfahren. Ja, wie gesagt, Leute, ich habe nicht gepeilt, was gerade passiert ist. Und ich glaube, es war mehr oder weniger Glück, dass mich da die Laser einfach nicht getötet haben. Aber ich bin natürlich froh, dass es geklappt hat. So, und jetzt müssten wir im Prinzip einfach nur... Oh, einfach nur ein... Ach nee, da müssen wir hin. Da ist ja noch die Karte. Genau, die wollen wir noch einsetzen. So, ups. Hallo, wie geht denn das jetzt? Ah, hier. So... Ah ja, da seht ihr schon, hier sind links und rechts überall diese Räume, in die müssen wir alle rein. Und dann machen wir immer eine weitere Lava-Barriere, alle sozusagen. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt als erstes mal, ja, in das nächste, nee, in das nächste rechts, das ist näher. Also einen Stock tiefer und dann ins rechte. Runterfallen, wow, aber nicht zu doll und zu schnell. So, speichern und rein. So, wie sieht's hier aus? Da ist Lava, da ist auch nix. Einmal hochgucken. Nein, ist nix. Ah, das müssen wir wahrscheinlich direkt runterfallen lassen. Ah, okay. Hier ist eine Boss-Tür. Das heißt, wir müssen das kaputt machen. Genau. Habe ich gerade nicht ganz gepeilt. So, und die Boss-Tür ist noch nicht... So, das... Oh, nö. Das heißt, wenn das hier auch wieder eine Boss-Tür ist, heißt das, wir müssen hier im nächsten Raum... Alle von diesen Dingern töten. Oh, wie machen wir das denn? Wenn wir alle nacheinander töten müssen, dann dürfen wir aber nicht direkt unten anfangen, weil wenn wir direkt die hier unten töten, haben wir ja nichts mehr, was uns Projektile schießt, um nach hier oben rechts zu kommen. Das heißt, wir müssen sozusagen von oben aufräumen. Okay, also wir müssen jetzt erstmal einfach einmal komplett durch den Raum. Jo, klappt ja gut. So. Einmal komplett durch den Raum durch. Und da müssen wir von oben anfangen. Genau, von hier vielleicht schon? Oder müssen wir noch höher? Ne, hier ist das Ende, genau. Das heißt, müssen wir von hier aus anfangen, diese Dinger kaputt zu machen. So. Zum Glück sterben die alle nach einer Attacke. So, jetzt den hier. Zack. Oh. So. Jetzt den da. Nein. Jetzt... So, ja. Jetzt den direkt unter uns. Ja. Jetzt den. Ja. Ist da noch einer? Nein, da ist keiner. Wow. Gut, erstmal gechillt. Ja, jetzt haue ich mich in die Stacheln, aber nicht so schlimm.
Wow, nein. Da habe ich mich so oft verklickt, dass gerade ich so viel Schaden gekriegt habe, dass es mich direkt zerrissen hat. Okay, gut. Machen wir nochmal. Aber so schwer war das nicht. So, jetzt den hier kaputt machen. Nein. Wieso will denn Ori immer... Das check ich nicht, warum Ori immer eine Arschbombe machen will. Ich drücke nämlich gar nicht nach unten. Von daher ist es eigentlich total Quatsch, dass Ori da eine Arschbombe macht. Ja, die Stacheln nicht so schön. Nein! Mann, warum macht er denn immer eine Arschbombe? Ich check das nicht. Und dann bin ich natürlich zu tief. Nee. So. So, jetzt... Achso, ich weiß jetzt, warum ich eine Arschbombe immer gemacht habe. Weil ich natürlich nicht in die Stacheln reinflutschen wollte. Genau, machen wir es einfach schräg. Ich natürlich nicht in die Stacheln reinflutschen wollte und deswegen nach unten gedrückt habe, um sozusagen gegen meine nach oben geschleudert werde Richtung anzukämpfen. Und dadurch habe ich dann natürlich eine Arschbombe gemacht, weil ich nach unten gedrückt habe. Klar, war also meine Schuld, dass es da gerade zweimal nicht geklappt hat. Aber mit der Taktik, das einfach schräg zu machen, ging es dann ja. Und jetzt haben wir das nächste aufgehalten. Sehr schön. So... Aber grünes Ori sieht man hier auch eigentlich ganz gut. Wobei ich sagen muss, natürlich das normale, standardmäßige Weiße sieht man natürlich auch immer gut, weil es ist ja hier eigentlich nichts weiß in diesem Dungeon. Oder beziehungsweise überhaupt in diesem Spiel, von daher, das sieht man so oder so gut. So, und jetzt müssen wir einmal, genau, nach links rüber. Ey, was war denn das jetzt für eine Scheiße? Hä? Yo. Achso, ich bin da gerade aus, wenn in die Lava gekommen, kann das? So, jetzt müssen wir einmal links rüber, ja. Aua. So, hier? Ist hier richtig? Ja, hier ist richtig. So, speichern und rein. So, was haben wir hier für einen Raum? Schon mal ein Laser. Einfach mal an der Wand hier nach unten. Können wir da unten? Ja, da können wir, glaube ich. Ups. Nein, will ich da gar nicht, Mann. Ja, wieder mit einer coolen Combo gekillt. Können wir hier stehen? Ja, aber wahrscheinlich müssen wir mit dem Laser hier alles zerlasern, damit es hier weitergeht. Erstmal alles kaputt machen. So. Speichern. Aber ich kann hier nicht speichern, weil hier ein böser Geheimraum ist. Okay, dann machen wir einfach mal. Okay, jetzt geht der Laser los. Alles klar, hat da oben schon mal hoch. Da oben schon mal was kaputt gemacht. Jetzt können wir hier ran, genau. Und schon erstmal hier hinter verstecken. So. Jetzt müssen wir immer den Stein benutzen, damit er uns Deckung gibt. So. Wieder eine Runde warten. Achso, dann müssen wir jetzt. Ach, jetzt müssen wir den Stein in dieses. In das Loch, was jetzt aufgegangen ist, rein. Dingsen. Das wird aber knapp. Ich gehe lieber mal nochmal so rum. Und hoch. So. Ja, das geht. Und schnell hier rein. So. Ah, jetzt bleibt der Laser zum Glück auch stehen für das Video. Das ist schon mal gut. Ja, eigentlich müssen wir uns das nicht 10-mal angucken, dass hier einfach dadurch jetzt eine weitere Barriere weg ist. Ich glaube, langsam hat auch der letzte... Ah, guck mal, der Laser ist sogar aus. Gut, ich dachte, ich muss jetzt hier noch mehr drauf achten, um nicht vom Laser zerlasert zu werden. Aua, ah, ich kann da gar nicht stehen. Das war eine Kacke. Okay, dann müssen wir hier so hoch. Speichern. Und weiter. So, jetzt gehen wir als nächstes direkt wieder unter uns nach links. So, boah, wie wir alles aus... Da sieht es aus, ob man rein kann. Nee, kann man nicht. Aber wir würden ja mittlerweile auch alles auf der Karte sehen. Wir haben ja mittlerweile alles freigeschaltet. So, was haben wir hier? Speichern. Ah, ich kann hier wieder nicht speichern. Mann, ich will aber... Damit ich nicht immer in den Raum reingehen muss. Na gut. Achso, weil die Seelenverbindung noch nicht wieder... Ja, was denn jetzt? So, jetzt. Alles klar. So, jetzt müssen wir hier lang... Aber... Wow, die Barrieren gehen ja kaputt, wo man drauf stehen kann. Nein. Wow. Hoch, hoch, hoch. Boah, die Sachen gehen hier kaputt mit der Zeit. Okay. Hoch, 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 hoch. Geht in die Richtung? Nein, da ist überhaupt nichts.
gut in die andere Richtung. Und hier drauf. Wow, ein Laserstrahl. Noch ein Laserstrahl. Weiter, Ori, spring. Okay. Na, das geht eigentlich alles hier. Ist zwar schon ein bisschen... Yo, schieß mir das genau ins Gesicht, wenn ich oben ankomme. War hier überhaupt was? Nee, ne? Gut. Ich dachte vielleicht, weil hier in diesem kleinen Ding, was nach unten geht... Das Blöde ist, ich habe hier keinen Mauszeiger. Das heißt, ich kann... Oder das hier. Könnt ihr den Mauszeiger sehen? Weiß ich nicht. Hier auf jeden Fall. Wenn ich jetzt erst in dieser Episode rausfinde, dass ich hier einen Mauszeiger habe, hätte ich schon viel früher mal gut Sachen auf der Karte zeigen können. Ich weiß aber nicht, ob ihr den jetzt im Video seht, aber hier war ja so ein Projektilschieße-Ding und ich dachte, da ist vielleicht ein Secret. Aber das hätten wir ja jetzt gesehen auf der Karte. So, lieber mal speichern, ey. So, und jetzt haben wir hier wieder, wo wir sein benutzen können. Machen wir mal. Dann müsste das nächste ausgehen. Genau. So. Das geht ja hier echt gut. Also wir kommen gut voran, glaube ich. Da geht das nächste aus. Top. So. Mal kurz da hochgucken. Nee. Wo bin ich denn jetzt? Aber da ist auch nichts weiter sonst. Gut. So, dann nur noch zurück. Das dürfte jetzt aber kein Problem sein. Wir müssen ja einfach nur mit unserer Feder jetzt hier lang fliegen. Von daher, das ist kein Ding, solange uns die Laserstrahlen des Todes hier nicht treffen. So, und jetzt einfach nur nach unten. Oh, die Barrieren hier sind sogar wieder da. So. Nein. Wow. Ja. Ja, das war ja einfach. Man muss hier schon ziemlich timen, aber es geht. So, jetzt gehen wir auf die rechte Seite rüber. Ja, danke. Ich glaube, wir müssen da lang. Da ran. Ja, und da sind wir da. Und ins nächste rein. Speichern. Gucken, ob hier irgendwelche Secrets in der Nähe sind. Nein, sind es nicht. Einfach nur durch den Raum durch. Okay. So macht man Fortschritt in diesem Spiel, Leute. So. Die Frage ist, ob ich jetzt mit diesem Sheet Ori überhaupt jemals wieder in die normale Farbe kriege. So, wo muss ich denn jetzt lang? Nach rechts tippe ich mal nicht, sondern hier hoch. Die Frage ist jetzt, was machen diese bösen Laserkugeln, bösen Hitzekugeln, die da sind? Aber ich berühre sie einfach mal nicht. Spaßeshalber berühre ich sie einfach mal nicht. So, jetzt hier ran. Das sieht nämlich sehr nach Instant Death aus. So. Jetzt hier hoch. Kaputt machen. Ja. Hier durch. Ja, okay. So, durch, ganz schnell durch. So. Was macht das hier? Ah, das macht, dass das nach oben fährt. Alles klar. Ah, ne, ich muss auf die andere Seite. Okay. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit hier, wir müssen die ganze Zeit die Seite wechseln. Zum Glück, hier kommt das auch ganz cool, dass wir, dass wir nicht Wände, an die Wände springen müssen, sondern uns einfach an Wänden festhalten können. Das ist hier ganz hilfreich, glaube ich. Weil sonst könnte das echt nervig werden. So, und hier müssen wir einfach nur nach oben, oder was? Machen wir das mal. Ah, da haben wir einen Stein zum... Achso, wir müssen von der anderen Seite kommen, den Stein hier runterwerfen. Okay, gut. Mann, Gott, Ori! Zum Glück geben die uns immer so viele... Hier müssen wir Wandsprünge machen, weil wir sonst zu lange an der Wand anfassen. So, aber hier nicht mehr. Ja, direkt alles getötet. Ich liebe diese Kombo. Die Stichflamme aufladen und dann mit einer Arschbombe runter. Und runter damit. War hier noch was? Nee, ne? Gut. Also es ist schon cool, dass wir jetzt alle Secrets auf der Karte sehen, aber... hätten wir das zu früh geskillt, hätte ich natürlich dann auch zu spät viel Schaden gemacht und wäre vielleicht einfach viel öfter gestorben. Und ich meine, den Großteil der Secrets haben wir so oder so gefunden. Also, ob wir nun das auf der Karte angezeigt haben oder nicht, das haben wir so oder so alles gefunden. Von daher ist es eigentlich kein Problem. Jetzt können wir auch hier ran. So. Bringt eigentlich überhaupt nichts mehr, diese ganze Scheiße hier zu sammeln. Aber kommen wir denn jetzt hier wieder zurück? Ach, wartet mal, da unten sieht es so aus, als ob man da hin kann. Ich speichere hier mal. Ich kann hier nicht speichern. Scheiße. Wartet aber mal, aber ich will hier mal gucken, was hier unten ist. Ist hier nämlich...
Aha, da ist nämlich gar keine Lava mehr. Aber ne, ist nichts. Sah nämlich so aus, als ob da so ein kleiner Gang wäre oder so. Aber war nicht so. Ach du Scheiße. Zum Glück haben wir die Feder, ey. Ohne Feder wäre man hier echt in Arsch gekniffen. Jo, man muss die Feder natürlich auch auspacken. Ohne Feder wären wir echt in Arsch gekniffen. So, und natürlich sind die Hitzekugeln immer noch da. Aber jetzt kann ich bestimmt abkürzen. Obwohl, nee, kann ich nicht. Das sieht nicht so aus, als ob ich hier abkürzen kann. Oder doch hier. So, und nach links. Ja. So. Das klappt optimal. So, und raus hier. So. Speichern und in den nächsten Raum. Ach so, wartet mal. Jetzt sind da... Ach, das sind immer echt viele, ey. Ja, dann gehen wir erstmal nach links rüber, glaube ich. Das werden wir aber erst in der nächsten Episode machen. Ich werde jetzt hier speichern, beziehungsweise habe ich schon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Ori and the Blind Forest. Vielleicht auch dann mit einer anderen Farbe von Ori. Und ja, dann werden wir den Rest vom Hochberg machen. Wenn euch das Video gefallen hat und dieser Dungeon hier, dann gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.